Hier führt sie entlang, quer durch Kleinasien, von Bagdad nach Stambul, Fortsetzung des Orient-Express. Wer in Istanbul umsteigen will, vom Orient-Express auf die Bagdad-Bahn, muss am Bosporus mit der Fähre hinüber, nach Asien, nach Kleinasien. Istanbul oder Stambul, vormals Byzanz, Ostrom, Konstantinopel. In Bezug auf Konstantinopel muss ich doch erwähnen, dass man diese Stadt nur dann schön zu finden vermag, wenn man sie von außen, vom Goldenen Horn aus, betrachtet. Sobald man dagegen ihr Inneres betritt. Karl May von Bagdad nach Stambul. Betreten wir Istanbuls Inneres hier am asiatischen Ufer. Dies ist der Kopfbahnhof der Bagdadbahn. Um 1900 von Deutschen gebaut, wie fast die gesamte Strecke. Rechts oben im Turm fragte mich der Chef der Bahnpolizei, welchen Stil eigentlich dies Gebäude habe. Da ich von ihm die Drehgenehmigung haben wollte, sagte ich was von prämoderner Vielfalt. Lieber nichts vom imperialen Einschüchterungsmischmasch. Im September 1900 sprach Wilhelm II. Ein Machtwort und befahl den Bau. Wenig später sieht auch das Auswärtige Amt in Berlin ein. Ist anzunehmen, dass mit der steigenden Kultur der Bewohner uns ein nicht zu verachtendes Absatzgebiet erschlossen wird. Hinzu kommen die ideellen Vorteile, die Verbreitung deutschen Wesens. Ein Sigmund Schneider in seinem Buch Die deutsche Bagdadbahn. Kaum 30 Jahre, nachdem der Suezkanal Gottes Schöpfungswerk verbessert hat, ist dies wiederum revolutionierend. Die Wiedergewinnung des Weges nach Indien durch den modernen Lokomotivbetrieb. Ob Türke oder Christ, alle fühlen instinktiv, dass das Bestehende im Oriente nur wert ist, dass es zugrunde geht. Fortschrittlich dachte auch Kemal Atatürk. Auch für die Eisenbahn wusste er den richtigen Zuspruch. Eisenbahnen garantieren den Schritt in Richtung Zivilisation. Haydar Pascha jedenfalls, der Kopfbahnhof im asiatischen Istanbul, wird lebhaft genutzt. Freilich ausschließlich vom Vorortbetrieb der Metropole. Kein Tourist scheint auf die Idee zu kommen, dass man mit dieser Eisenbahn zwar umständlich, aber auf einmaliger historischer Strecke unbekannte Türkei erfahren könnte. Land und Leute und Geschichte. Nur 80 Pfennig kostet die Fahrkarte ins 100 Kilometer entfernte Izmit. Anfangs fährt man am Marmara-Meer entlang. Auf der einen Seite also das Wasser und die Schiffe, auf der anderen die Vororte. Scheinbar endlose Baustelle, Wohnsilos, Industrie, all dieses zu rasch hochgeschossene. Nur selten noch die älteren, niederen Gebäude aus gedunkeltem Holz. Doch wer glaubt, hier sei alles nur Neuzeit, nur noch Wohnen und Arbeiten, irrt. Gerade diese Strecke ist ein uralter Weg. Kreuzritter, nachdem sie Byzanz erobert hatten, zogen hier weiter nach Palästina. Karawanen, Eroberer, auch Marco Polo. Ein Bahnreisender der Jahrhundertwende notierte: So passiert man bis Izmit im Fluge die Stationen, etwa die, wo Belisar sein Ruhmesleben beschloss, als dann Hereke, das antike Ankira, wo Konstantin der Große starb, der Gründer der nach ihm benannten Hauptstadt. Und schließlich auch die Stelle, wo auf einsamer Bergeshöhe noch heute Hannibals Grab wohlerhalten zu sehen ist, wie zu Plinius Zeiten. Wie im Flug, das stimmt. Ohne Stopptrick hätten wir diese Stelle nicht bemerkt. Um 1900 hat all dies Arbeit und Stahl aus dem Ruhrgebiet ermöglicht. Schienen wie Schwellen sind inzwischen überaus reparaturbedürftig.
Durch Izmit, durchs einst so glänzende Nikodemia, braust der Dieselzug mitten hindurch, lärmend und warnend. Nicht nur, weil es den Autos noch mal zeigen will, sondern auch deshalb, weil hier pro Jahr im Schnitt 10 Menschen unter die Lok geraten. Von Izmit noch ein wenig weiter nach Osten, dann aber südwärts, den Sakarya hinauf, aufs anatolische Hochland. An dem Morgen, an dem wir in Izmit losfahren, vorn in der Lok, überrascht uns unter den großen Platanen dichter Regen und Gewitter. Kein Volksgewühl also, kein Unfall. Knapp 300 Mark verdient er im Monat. Für eine passable Familienwohnung in Istanbul geht fast die Hälfte davon drauf. Wie schnell denn wohl in Deutschland die Züge fahren? Schneller als 60 schafft's sein alter Diesel nicht. Zumal es von nun an immerzu bergauf geht. Und hinten am Zug sind etliche Militärwagen angehängt worden, LKWs, auch Panzer. 90.000 Tonnen, viel zu viel für die Lok. Auch hier folgt die Bahn exakt dem Weg, den die drei großen Kreuzzüge genommen haben. Wie oft werden sie gefragt haben, die Ritter, wo geht's hier nach Jerusalem? Oft genug, so erzählt man sich, hat man die durchziehenden Fremden in die Irre geführt, ins Abseits, in salzige Wüsten. Und wenn nun auch diesem Zug hier Panzer anhängen und Waffen, NATO gerät, ist auch er wieder sowas wie ein Kreuzzug? Sultan Abdul Hamud, allmächtiger Türkenbeherrscher, erklärte nach einem Besuch Wilhelms II., er sei mit dem deutschen Kaiser der Überzeugung, dass allein die Religionen die Grundlage des Gehorsams und damit des Glücks der Völker sind. Bevor er sich filmen lässt, hat er die Dienstjacke ausgezogen. Nicht ohne Grund. Denn sein Lied erzählt vom Eigensinn eines Soldaten. Ja, es handelt vom Widerstand. Wer eigentlich fährt noch in dieser so langsamen Bahn? Inzwischen hat sie 3 Stunden Verspätung. Türken wie Touristen fahren im Bus oder im eigenen Auto. Nur wem das Geld fehlt, nimmt noch immer den Zug. Durchs Sakarya-Tal immer steiler der Anstieg. Und wiederholt muss die Lok auf freier Strecke passen. Sie schafft's einfach nicht mehr. Rutscht, bleibt stehen. Eine zweite Lok wird über den Funk herbeigerufen, aber auch die fällt aus. Die erste muss nun außer dem Militär auch noch die zweite Lok ziehen. Die Verspätung beträgt jetzt nach etwa 100 Kilometern 6 Stunden. Am Abend, an dem die türkischen Manövertruppen mit so viel Verzögerung nach Anatolien hinaufgeschleppt werden, werden dort, wo der Militärtransport längst hätte sein sollen, 30 Zivilisten ermordet von Unbekannten. Und
Unsere zweite Kamera wartet seit nun 6 Stunden oben hinter einem langen Tunnel auf die Ankunft des Zuges. Schon der zweite Kreuzzug von 1146 scheiterte hier, kurz vor Eskische Hür. Erst mit dem allerletzten Licht, auf hochempfindlichem Material und mit offener Blende filmen wir dies, das Eintreffen der überforderten Bagdad-Bahn auf der anatolischen Hochebene, kurz vor Eskische Hür. Von hier ab geht's immer in rund 1000 Meter Höhe durch ein zauberhaftes Land. Karl-May-Leser kennen es längst. Von nun an keine Steigungen mehr, auch keine Panzer und Kanonen hängen heute hinten dran. Die Luft ist mild, streicht zart wie Seide. Wir stehen vorn vor der Lok, das duftet hier nach Heu, nach Minze. Der Kameramann, als er dies filmte, er hat gejauchzt. Bäume wie Minarette, fruchtbares Land. Zu leben frei wie der Baum, brüderlich unter den Bäumen des Waldes, das ist unser Traum. Mein Land, wie groß ist mein Land. Um herumzureisen, kommt es mir unendlich vor, unerschöpflich. Pappeln, Trauerweiden und die rote Erde. Ich liebe mein Land. Nazim Hikmet. Und Karl May beschrieb diese Felsenwohnungen. Woher er es wusste? Vielleicht hatte er es von den deutschen Bahningenieuren. Selbst hier im fernen Hochland immer wieder Bahnhofshäuschen wie im Schwarzwald. Deutsches, ordentliches Mauerwerk. Weiß hier noch jemand von denen, die Bahn bauten? Von den Deutschen um 1900? So sahen sie aus, die deutschen Ingenieure. Wenn man sie fragt, erzählen die Männer im Teehaus gerne von den Deutschen. Zum Beispiel, wie da eine Ingenieurin war und ein Ingenieur, blond, die wollten erst heiraten, wenn sie sich im Tunnelbau von beiden Seiten mitten im Berg exakt getroffen hätten.
Jahre hätten die arbeiten müssen. Einer dieser Männer bringt uns zu seiner Mutter. Die war noch selber dabei, ist 104 Jahre alt. Yaşım çok ama dişlerim ağzım içinde buz gibi. Vermiyorum. Ne halledelim? Weiß Gott, hab ich viele Jahre auf dem Buckel, aber ich hab noch meine eigenen Zähne im Mund. Nur die Beine, die wollen nicht mehr. Immer hab ich gebären müssen und gebären. Die beiden letzten ließ ich rohe Eselsmilch trinken, aber sie haben's vertragen. Keiner kümmert sich um mich. Da sagt der Sohn, die Mutter sei bisweilen nicht richtig im Kopf. Statt sich zu beschweren, solle sie lieber mal in diese Kamera blicken. Das sei deutsches Fernsehen. Dann sähe sie vielleicht ihr Sohn Ismail und würde ihr von Deutschland Geld schicken. Also gut, nun blickt sie, die 104-Jährige, in die Kamera. Vielleicht sieht's jetzt der Sohn und schickt der Mutter endlich mal Geld. Peki senin İsmail sana para gönderiyor mu? Die Deutschen, ach ja, das waren tüchtige Leute, die ließen unsere arbeiten mit dem Holz, mit den Steinen. Weiß sie noch, wie der erste Zug gefahren ist? Nein, da war sie nicht dabei. Aber sie ist mal über die Brücke gegangen und da hat der deutsche Ingenieur geschrien, Frau, lass das. Die konnten ganz gut Türkisch. Düşen diye çağırdılar. Düşmem dedim. Düşmezsiniz dediniz. Düşmem dedim. Aus dem Tagebuch eines deutschen Pfarrers. Eskische hier, 28. August 1908. Alle laufen sie jetzt zur Bahn. Extrazüge sind eingelegt. Man erzählt mir, Jungtürken seien eingetroffen, um dem Volk die Freiheit zu erklären. Die Direktion der Bahn muss sich dem Willen der Masse fügen. Man fordert höheren Lohn, menschliche Behandlung, protestiert gegen sogenannte grausame Strafen. Gestern schickten sie sogar eine Depesche an die Deutsche Bank in Berlin, drohten mit Streik. Wir stehen vor Umwälzungen. Wir nähern uns Afyon, der großen alten Stadt im anatolischen Abseits. Ehemals war Afyon blühende Zentrale des Handels, vor allem mit Opium. Opium heißt auf Türkisch Afyon. Auch hier, wo das osmanische Sultansreich eben erst vergangen zu sein scheint, kein einziger Tourist. Afyon.
Es tut mir immer weh, wenn ich einen Türkenfresser behaupten höre, dass dem Osmanen nun mal nicht zu helfen sei. Das ist Pharisäer-Hochmut, kein Christensinn. Karl May, von Bagdad nach Stambul, erschienen 1892 in Freiburg. Weiter, immer in etwa 1000 Meter Höhe über die Ebene, über eines der ältesten Siedlungsländer der Erde. Mit seldschukischem Stalaktitenportal, heute ist diese alte Karawanserei ein Schuppen für Düngemittel. Schier in Überfülle finden sich in diesem Hochland alte und älteste Zeugnisse, alle am Weg nach Bagdad. Die Bahnbeamten erzählen, erst seit es die Autos gäbe und die Straße, erst seitdem gehe es bergab mit Bahn und Altertümern. In der Tat, nur noch die Ärmeren fahren Zug. Frauen, alte Leute, Kinder. Auch der Bahnhof von Chai liegt einsam heute. Deutsches Gemäuer. Nur einmal am Tag hält pro Richtung ein Zug. Freilich einmal in der Woche gibt es noch den Express, der allen Grenzen zum Trotz bis nach Bagdad fährt. Hagen Haspe an der Ruhr. In wilhelminischer Einrichtung die drei Bahnhofsangestellten. Sie laden uns zum Tee, besorgen die nächste Dreherlaubnis und raten, wir sollten doch auch die alte Seidenstraße nach Bagdad filmen. Wir fänden sie nur 2 Kilometer neben den Schienen. Keiner zieht mehr über Marco Polos alte Straße. Kein Reiseführer nennt sie. Leider sind sie zumeist aus antiken Ruinensteinen ausgeführt. Und auch der Bahnkörper besteht vielfach aus diesem kostbaren, mit wertvollsten Inschriften bedeckten Materiale. Es half wenig, dass die Bahndirektion alle antiken Blöcke zurückwies, um die Reste der Vorzeit zu retten. Ein Bericht aus dem Jahr 1900. Wie viel Schichten Geschichte allein diese Bahn freilegt. Auch sie selber ist ja nichts anderes als ein Stück von dem imperialen Größenwahn, der für Wahnsinn sorgte, für den Kriegsausbruch 1914. Die Leute hier erzählen, Noah hätte sich nach der Sintflut hier auf dieser fruchtbaren Hochebene niedergelassen und habe Konya gegründet. In der Tat, wer hier einen flachen Hügel aufgräbt, muss mit sowas wie Troja rechnen. Doch es fehlt an Geld für Ausgrabungen und die Ausländer haben immer nur alles mitgenommen. Der Einzige, der hier genug Geld hätte, das sei der Herr Sabanji. Überall hören wir diesen Namen, Sabanji. Ihm gehört offenbar alles, Zeitungen, Banken, Fabriken. Ein türkischer Herr Kanitfastan. Neuerdings soll er sogar die Eisenbahn kaufen wollen. Solange Herrn Sabanji noch immer nicht alles gehört, müssen die Mütter zeigen, wo es lang geht. Uku Ukut lernt und lehrt lesen. Warten, viele Stunden Verspätungen. Warten auch auf den einzigen Gegenzug. Auf unserem Tonband hören wir sie beide vereint. Bagdadbahn und Nachtigall.
Was würde er wohl machen mit der staatlichen Bahn, der Herr Sabanji? Alles aus Marmor, wie im Bahnhof von Istanbul? Petersburg, 27. Februar 1900. Unser Bahnbau in Kleinasien berührt das russische Selbstgefühl empfindlich. Vor allem der Weiterbau der Bahn bis Bagdad unter Ausschluss jeder fremden Konkurrenz. Ein Erfolg, durch den sich die deutsche Diplomatie mit einem Schwunge den Weltmächten an die Seite stellte. Wir nähern uns Konya, der Millionenstadt mit dem Kloster der tanzenden Derwische. Von Atatürk nur als Museum gedacht. Doch dies Konya ist heute wieder einer der wichtigsten Wallfahrtsorte des Islam. Man pilgert zu Mevlana, zum Liebesmystiker des 13. Jahrhunderts, zu einem Mann der Humanität. Hören wir Mevlana. Links und rechts von mir hat die Trennung Fallen gestellt. Du Mensch, du bist das Buch Gottes. Was du suchst, liegt in dir. Ob du ein Christ bist oder ein Musulmane, ein Jude oder ein Brahmane, komm zu uns. Unsere Tür ist offen für alle. Konya war auf unserer 2000 Kilometer langen Strecke der einzige Ort, an dem wir Touristen trafen. Gleich danach sind wir wieder allein. Dabei warten gleich neben dem Bahnkörper die seltsamsten Überraschungen. Zum Beispiel dies hier, ein unscheinbarer Hügel in der tischebenen Hochfläche südlich von Konya. Ein Engländer durfte einige Jahre graben, bis er wegen Diebstahls des Landes verwiesen wurde. Nun verfällt die Stelle, niemand besucht sie. Und dabei ist dies wahrscheinlich die älteste städtische Siedlung der Menschheit überhaupt. 7000 vor Christus, Chattahyuk. Angelegt wie ein indianisches Pueblo. In der Erde Abdrücke von Ziegelmauern. Dies wahrscheinlich eine Herdstelle. Gleich daneben fand sich diese Urmutter. Thank you.
Die Bahn nähert sich nun der Stelle, an der sie das höchste türkische Gebirge, den Taurus, überqueren soll. Auch sie überwindet ihn dort, wo schon jene eisernen Krieger und alle anderen Eroberer es taten. Im Land der Mütter, im Land des wenigen Brots und der vielen Steine. Im Land der Erosionen, verhindert Erosionen. Im ausgebeuteten Land, im Land der Mütter. Auch für die Bahn wurden Wälder geholzt, für die Schwellen wie für die Loks, die mit Holz heizten. Meyers Konversationslexikon 1909, Stichwort Bagdadbahn. Es verbleibt für den Anschluss an die Reichshauptstadt nur noch eine geringe Lücke im Taurus. Anschluss an die Reichshauptstadt. Bald jedoch hörte das liebliche Grün auf. Wir ritten über eine Brücke ans andere Ufer und gelangten in einen Engpass, der nur Raum für unseren Weg und das Flussbett hatte. Die Wände der engen Schlucht stiegen steil an. Karl May von Bagdad nach Stambul. Hier im obersten Hochgebirge finden wir nach stundenlanger Fahrt in einem einsamen Tal eine denkwürdige Siedlung. Eine, zu der keine Straße, kein Weg führt, nur diese Bahn. In dieser absoluten Abgeschiedenheit, kurz vor dem langen Tunnel, finden wir das Einzige, was von jenem Anschluss an die Reichshauptstadt noch übrig geblieben ist. Diese Ruinen. Deutsche Mauern. Doch wir finden auch noch Bewohner und unter Rebenranken den ältesten von ihnen, der war noch dabei. Wie alt er ist, weiß er nicht, das sei damals arabisch aufgeschrieben worden, das kann er nicht lesen. Schon sein Vater hat das Holz für die Bahn aus den Bergen geholt. Die Arbeiter waren alles Türken, aber die Führer waren die Deutschen. Die Anweisungen kamen von den Ingenieuren, also von den Deutschen. Ich war ja noch jung damals. Bei dem wichtigsten Deutschen sollte ich ein Kalb hüten vor dem Haus des Kommandanten. Aber einmal ist das Kalb weggelaufen und ich hab's der Tochter gemeldet, einer großen Frau, blond und kräftig. Die hat mir eine geknallt. Aber wir haben dann das Kalb wieder eingefangen und ich war dann sehr wichtig in dieser deutschen Familie. Da oben, wo die Mauern noch stehen, da haben sie gewohnt. Viele Steinhäuser hatten sie, auch ein Krankenhaus, das mit dem Schornstein und ein türkisches Bad haben sie sich auch gebaut. Ein großes Aufenthaltshaus hatten sie mit Blumen davor, darin ein Kino. Abends holten sie sich die Tische raus und haben gegessen und getrunken wie im Restaurant. Das war wie im Paradies. Aber nur die Deutschen durften da rein. Ihre Gräber findet man heute nicht mehr. Konuşabiliyor mular? Konuşuyorlardı. Çat pat öyle. Hey ya çat pat çat pat. Öyle haydi haydi bizim gibi konuşamıyor da. Konuş anlatıyorlardı. Anlatıyorlar. Nerede oturuyordular onlar? O hastane büyük çınarlar var ya iki tane. Onun altında yemiş abi incir dedik biz şöyle. Yaban incir var.
O bina yıkıyor, onun eviydi. O Anton Maschinist. Ja, die Geschichte von Anton, dem Maschinisten. Hinterm Tunnel die große Brücke, die wurde mit Fahnen eingeweiht. Auch die Lok war geschmückt mit Blumen. Aber der türkische Lokführer, der weigerte sich, darüber zu fahren. Da kam aus Adana Anton, der deutsche Maschinist. Der nahm seine ganze Familie mit in den Zug und er fuhr hinüber. Er eröffnete die Brücke. Die ist halt sehr hoch, es wird einem schwarz vor Augen. Kurz vor dieser Eröffnung ist ein Deutscher hinuntergefallen, ein Ingenieur. Der rief noch im Runterfallen, was wir immer rufen, wenn was runterfällt. Warda. Aufgepasst. Seit der da abstürzte, heißt sie die Varda-Brücke. Varda. Varda Köprüsü. Derlerim çok geldi. Varda. Yani adam düştüğünde Varda demişler. Also gut. Nun fahren auch wir durch diesen Tunnel und danach über die hohe Brücke. Varda. Der Alte hat noch erzählt, einer deutschen Ingenieurin hätten sie gesagt, dieser Fels hier sei viel zu hart für den Tunnelbau. Da hätte die Frau geantwortet, wenn ihr jeden Tag nur ein Stück aus dem Berg schlagt, so groß wie ein deutscher Taler, dann ist es gut. 7 Jahre lang brauchten sie für das 20 Kilometer lange Tunnelsystem. Dies war wohl die Frau, die erst nachher den Deutschen heiraten wollte, nach dem Tunnelbau. In den düsteren Abteilen sehe ich schemenhaft alte Männer auf den Bänken knien, knien und beten. Hier ganz in der Nähe, nur ein Tal weiter, ertrank am 10. Juni 1190 der deutsche Kaiser Friedrich I., genannt Rotbart oder Barbarossa, auf dem dritten Kreuzzug. Und nun endlich kommt sie, die Brücke, über die ein Anton als erster fuhr und von der jener andere Deutsche noch im Todessturz schrie, aufgepasst, Varda! Hinab nach Adana, ans Mittelmeer. Aber nie näher als 50 Kilometer. So weit reichten damals die Schiffsgeschütze der Engländer. Hier unten über die Flüsse aus dem Taurus. Schwülheiß ist es hier. Man erzählt uns von Malaria. Stunde auf Stunde durch gut bewässertes Tiefland, Baumwollfelder. Auch die gehörten Herrn Sabanji, sagen die Lokomotivführer. Die Felder ebenso wie die Textilfabriken in Adana. Hier an der Nordostecke des Mittelmeers, wo alle Heerzüge vorüber müssten, fallen die vielen Burgen auf. Kreuzritterburgen? Diese hier nennen die Leute die Schlangenburg. Wir finden sie in keinem Reiseführer. Als wir hinaufgeklettert sind, wirkt sie so ausgebleicht und unberührt, als sei seit Barbarossas Tod niemand mehr hier oben gewesen. Diese strategisch so wichtige Ecke, oben rechts am Mittelmeer, ist übervoll von Zeugnissen aus alten Zeiten. Da kann sich ein so armes Land wie die Türkei, ärmer als Portugal, einfach nicht um alles kümmern. Selbst eine so riesige Anlage wird da schlicht vergessen. Armenier hätten diese Burg gebaut, hören wir. Oben fanden wir in der Tat in düsteren Katakomben gotische Kapellen.
in Herrn Sabanjis Baumwollebene immer wieder diese Kunst des Halbfertighauses. Dazu lese ich im Lexikon von 1909. Die Bagdadbahn ist berufen, jetzt da niederliegende, ungenügend bebaute Gebiete zu neuem Leben zu erwecken. Namentlich die Gefilde am Fuße der Taurusketten. Die Hitze wie die Verspätungen bleiben beträchtlich. Es gibt zwar Fahrpläne, aber ein Zug, der tatsächlich um 10.29 Uhr abführe, brächte wohl alles in Unordnung. Nun auch mal Lokschuppen nicht auf Teutonisch, sondern auf Maurisch. Der Anstieg hinauf nach Ostanatolien. Wir trafen Fahrgäste, die seit Istanbul unterwegs waren, seit 3 Tagen im Zug, für eine Strecke, die ein Bus in 10 Stunden schafft. Freilich, auf der Bahn kostet's nur 20 Mark, im Bus fast das Fünffache. Wir sind in Gaziantep, in einer 500.000-Stadt. Aber wer von uns hatte je diesen Namen gehört? Gaziantep, ein Geheimtipp. Blicken wir hinein in die Basare, in die düsteren Löcher für Handel und Arbeit, die uns so bunt erscheinen, so exotisch. Kinderarbeit, Kupferstecher. Lohnt sich's? Was ist passiert? Hat neben dem Bazar der Herr Sabanji einen Supermarkt eröffnet? Wo ist es geblieben, das exotische, das wuselige Treiben? Nun ja, es ist 5 Uhr in der Früh. Achten Sie mal jetzt genau auf diesen Straßenzug. Vorn steht gleich der Ayran, der Sauermilchverkäufer. Kinderarbeit, Greisenarbeit. Bilanz des Schuhmachers. Wir sind im Hause des Herrn Sabanji. Mein Herr, wie haben Sie es gemacht? Was hält einer wie Sie von der Bagdadbahn?
Faraza bir arkadaşım söylüyordu. Also neulich fuhr ein Freund von mir bis Urfa an der syrischen Grenze, von Istanbul aus. Der brauchte 3 Tage. In 3 Tagen kann man heute im Jet-Zeitalter über Frankfurt und Honolulu um die ganze Welt. Die Bahn ist einfach zu langsam und außerdem der Service, der ist überhaupt nicht in Ordnung. Unvereinbar mit dem 20. Jahrhundert. Deswegen immer weniger Transporte per Bahn, bis gegen null. Azaldı, azaldı, azaldı. Aşağı yukarı, exagere etmiyorum, sıfır oldu. Als Kind, da wollte ich mal von Kayseri nach Adana, aber im Zug gab es damals keinen freien Platz, auch die Gänge waren besetzt, alles voll. Ich weiß noch, gleich in Kayseri bin ich in die Toilette und erst in Adana wieder raus. Kannst du dir das vorstellen? Ben iyi hatırlıyorum, Kayseri'den trenin tuvaletine girdim, Adana'da trenin tuvaletinden indim. Was haben wohl alle die gemacht, die Toilettenprobleme hatten? Ha. Aber so voll waren damals die Züge. Und bei den Gütern war es genauso. Und warum fahren Sie heute nicht mehr mit der Bahn? Wann fuhren Sie denn zuletzt? Oh, welche Frage. Vor 40 Jahren, oder? Aber von damals habe ich gute Erinnerungen. Damals gab es nämlich die Privatgesellschaft Waggonli. Da haben wir uns die besten Sachen angezogen und haben uns gut vorbereitet auf die Stationen. Zum Beispiel auf Posante, da kamen frühmorgens Jungs und verkauften uns gebratene Hammelköpfe. Das waren noch Zeiten. Und in Afyon, da kriegten wir Kaimak, diesen Schmand. Und in den Liegewagen war größte Disziplin. Diese Privatgesellschaft beherrschte ihr Handwerk. Die verstand auch ihr Geschäft. Die trugen weiße Handschuhe. Auf den Tischen schöne, saubere Decken, auch die Bettlaken, blitzsauber. Wie konnten wir nur so eine Gesellschaft, die so gut arbeitete, auflösen? Aber um Ihre Frage zu beantworten, zum letzten Mal mit dem Zug fuhr ich, als ich in İzmit meine Reifenfabrik baute. Da musste ich oft nach İzmit. Aber damals wurde die Straße gebaut, gab's Bauarbeiten, Sprengungen und Staus. Da hing ich oft fest, wie ein Gefangener. Dinamit atılıyor, dağlardan kayalar iniyor ve biz bazen geliyoruz. Mitten auf der Straße hängst du fest, kannst nichts tun, man wird verrückt. Stundenlang rauft man sich die Haare. Kann nichts machen. Damals entschloss ich mich doch auch mal wieder den Zug zu nehmen, zusammen mit meinen Geschäftsfreunden. Und damals habe ich eine Erfahrung gemacht, als hätte ich mir an heißer Milch den Mund verbrannt. Bir trene bindim, arkadaşlarımı topladım. 15 sene evvel deneyim yaptım. O deneyimden sütten ağzım yandı. Also diese Eisenbahn werde ich nie mehr besteigen. Das dauert und dauert, kein Service, das ist nichts fürs 20. Jahrhundert. Was würden Sie denn machen, wenn Ihnen die Eisenbahn gehörte? Nun, dann würde ich untersuchen, wer auf dieser Welt Eisenbahnen am besten betreibt. Der sollte mir sein Know-how verkaufen, sein Ingenieurswissen, sein Management. Bana Know-how satar mısın? Mühendislik, Management satar mısın? Bana yol gösterir misin? Zeig du mir den besten Weg, die Eisenbahn in der Türkei zu organisieren. Siehst du, so einfach ist das. Statt die Welt neu zu erfinden, hol dir die, die schon Erfahrungen auf dieser Welt gemacht haben. Deren Wissen, das adaptiere. Tja, seht ihr's, so hab ich's gemacht. Fahren wir derweil mit der alten Bahn bis an deren türkisches Ende, bis zum Euphrat. Wieder diese gastfreundlichen Beamten, die uns helfen, alles erklären. Freilich, wir müssen auch ihren starken Tee trinken. Am Ende misst die Karlsruher Kernforschung bei uns Spitzenwerte bei Cäsium, 20. Jahrhundert. 10 bis 12 Stunden ist er täglich auf der Strecke. In Deutschland fahrt ihr schneller als 100? Viel schneller?
Der Zaun dort, ja, das ist schon die Grenze. Dahinter liegt Syrien. Von nun an begleiten Sie den Zug. Die Schienen sind genau die Grenze. Ihr sagt ja wohl hoffentlich nur Gutes über uns. Hey, dürfen wir die hier einfach so filmen lassen? Setz dir wenigstens die Mütze auf. Immer biblischer erscheint das Land, Gilgamesch-Land. Doch auf syrischem Boden wie auf türkischem, dies ist kurdisch. Vor allem auf Kurden sollen die Soldaten aufpassen. Viele sind hier auf der Flucht. Diese Familie wohl nicht, obwohl man fast meinen könnte, sie seien auf der Flucht nach Ägypten. Selb Fiert. Draußen in glühender Sonne die kurdischen Lehmkuppeldächer. Darunter kühle Wohnungen. In Syrien ist der Kommunismus, erklärt mir einer. Diese letzte Filmeinstellung drehen wir von einem künstlichen Hügel herab. Der ist älter als 3000 Jahre, von einem Wachhügel der Hethiter. Das gelbe Gelände da unter uns ist, was von der Metropole ihres Imperiums übrig blieb. Sie nutzten Streitwagen und liebten Bier. An Ausgrabung ist nicht zu denken. Dies ist Grenze und ist vermint. Die Bahn fährt auch hier, genau auf der Demarkationslinie, nähert sich nun dem größeren der beiden Flüsse des Zweistromlandes, dem Euphrat, an dessen Ufern die ersten Schriftzeichen überhaupt gefunden worden sind. Auf der anderen Seite fährt dann der Zug auf syrischem Boden weiter. Gleich sieht man ihn, den 3000 Jahre alten Wachhügel. Diese Bahnstrecke war eine der Provokationen, die für 1914 gesorgt haben. Und heute? Wenig oberhalb bauen die Türken den größten Staudamm der Welt. Sollte es zwischen Syrern und Türken je den uralten Streit geben, den ums Wasser abgraben, hier, ganz sicher an dieser Stelle, beginne er. Und ein erstes Opfer wäre dann diese alte, unrentable, seit je falsch kalkulierte Bagdadbahn. Die freilich wie alles eher Unnütze auch was Wundersames ist. Eine zauberhafte Schnaps- oder Karl-May-Idee des letzten, des alldeutschen Kaisers, der vom Weg nach Indien träumte und sich zuweilen als Kreuzritter fühlte oder gar als Kaiser von Palästina. Jedenfalls dachte er an Anschluss, Bahnanschluss des Heiligen Landes an die Reichshauptstadt.